Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das waren die ersten Takte der Aria, ein Stück, das Sie alle kennen, eines der bekanntesten Stücke der Weltliteratur, eines der bekanntesten Stücke der Klavierliteratur überhaupt. Anhand dieses großartigen Werkes oder einiger Ausschnitte von Ihnen möchte ich Ihnen etwas dazu berichten, was das Gehirn leistet, wenn wir Musik hören und wenn wir Musik spielen. Ich möchte dazu aber von Anfang an schon einmal zwei Einschränkungen machen. Und die erste Einschränkung ist die, Sie haben es gehört, ich bin Laie, ich habe kein professionelles Niveau. Zum anderen, ich bin auf diesen Flügel nicht eingespielt, ich spiele immer nur kurze Passagen, ich komme also nicht in den Fluss der Musik hinein. Und last not least, das Abwechseln zwischen Reden und Spielen ist schwer. Werde ich Ihnen gleich erklären, warum das ist, das kommt auch im Laufe des Vortrags. Aber das erzähle ich Ihnen alles, damit Sie Nachricht haben für alle pianistischen Fehler und Unzulänglichkeiten, die ich machen werde. Die zweite Einschränkung, die ich auch vorwegschieben möchte, ist die, dass Sie sich nicht der Hoffnung hingeben sollten, dass Sie mit diesem Vortrag dem wunderbaren Werk der Goldberg-Variation von Bach näher kommen können. Was Sie aber hoffentlich kriegen, das ist das Verständnis für das Wunderbare, was unser Gehirn beim Spielen und Hören von Musik leistet. Soweit diese beiden Entschuldigungen, aber lassen Sie uns einfach anfangen. Was passiert beim Spielen des ersten Tons bei jedem Klavierstück? Ist in diesem Fall das G. Eine einfache Bewegung, das Niederdrücken der Taste. Nun, für das Gehirn sieht das so aus. Das Gehirn registriert zunächst einmal das Notenbild. Das heißt, ich sehe auf das Notenblatt, Licht fällt von da aus in mein Auge ein und im Auge wird dieser Lichtimpuls zunächst einmal umgesetzt in ein elektrisches Signal. Und dieses elektrische Signal wird dann weitergeleitet vom Auge ins Gehirn, wobei das Auge schon bereits ein vorgeschalteter Teil des Gehirns ist und bereits im Auge schon die ersten Verarbeitungsmechanismen stattfinden. Nun, im Gehirn wird dann dieses Bild weiterverarbeitet und führt schließlich dazu, dass es einen Nervenimpuls gibt, der das Gehirn verlässt, in das Rückenmark hineinläuft, nämlich der Steuerbefehl für die Muskeln. Und dieser Steuerbefehl wird dann im Rückenmark umgeschaltet. Ein Nerven läuft über den Nerven dann zum Muskel. Die Muskel für die Fingerbewegung sitzen im Unterarm. Es kommt zur Muskelkontraktion, Anspannung der Muskeln. Die Sehne wird gezogen und dadurch kommt es letztendlich zur Fingerbewegung. Also im Grunde genommen ein fünfschrittiges Verfahren. Was uns dabei am meisten interessiert, ist allerdings der Schritt 2, nämlich die Verarbeitung im Gehirn. Und das wollen wir uns mal etwas genauer angucken. Hier das Gehirn von der Seite dargestellt. Die Verarbeitung des Impulses und des Notenbildes im Gehirn beginnt mit dem Lichteinfall ins Auge an und endet dann, dass der Steuerbefehl von den Nervenzellen vom Gehirn selber dann Richtung Rückenmark und zu den Muskeln gesandt wird. Und dazwischen liegen einige Schritte. Der erste Schritt ist die Verarbeitung der Information im Auge. Das Auge ist nicht nur ein einfacher Fotoapparat, wie wir uns das vorstellen. Das Bild wäre viel zu schlecht, wenn man Fotos macht und das mit dem Auge und guckt, wie die Bildqualität ist. Die ist eigentlich relativ miserabel. Aber das Auge verarbeitet schon die Information, wertet sie auf, interpretiert sie. Vom Auge wird die Information dann weiterverarbeitet in der Sehrinde, die ist im hinteren Teil des Kopfes lokalisiert. Die primäre und die sekundäre Sehrinde und in dieser Sehrinde nehmen wir im Grunde genommen das Notenbild wahr. Das ist also der Wahrnehmungsbereich. Und nachdem wir dieses Notenbild gesehen haben, wird es dann in Bewegung umgesetzt und da kommt das motorische System ins Spiel. Und das motorische System besteht aus mehreren Teilkomponenten. Wir haben zunächst mal einen Bereich, denn ich mache das ja nicht willkürlich oder automatisch, sondern ich nehme mir das vor und es ist eine bewusste Entscheidung, diese Taste niederzudrücken. Also ich brauche Motivation dafür und ich brauche den Willen dafür, dass es eine willentliche Entscheidung ist. Dafür wissen wir, dass ein Areal sehr wichtig ist, was an dieser Stelle liegt und was wir als supplementärmotorischen Kortex bezeichnen. Es handelt sich aber nicht nur um eine einfache Fingerbewegung, sondern es ist eine komplexe Bewegung. Ich muss den Arm halten, ich muss den Finger in die Position bewegen. Das ist also eine komplexe Bewegung. Zur Vorbereitung und Organisation solcher komplexen Bewegungen ist ein anderer Teil, die Hirnrinde wichtig, der sogenannte prämotorische Kortex, die hier liegt. Das würde mir aber alles nichts nützen, wenn ich die Fingerbewegung hier machen würde, würde ja kein Ton erklingen. Das heißt, ich muss die Sinnesinformation berücksichtigen. Das heißt, ich muss zuerst einmal sehen, wo das Klavier steht. Ich muss sehen, wo die Taste ist. Ich brauche aber die Sinnesinformation der Berührung, indem ich erstmal die Oberfläche der Taste berühren kann. Und ich brauche die Information auch innerhalb vom Körper, aus dem Körper heraus, um zu registrieren, wie eigentlich mein Arm eigentlich gerade in welcher Position ist.
Das heißt, ich habe also hier die Berücksichtigung der Sinnesinformation für die Planung einer Bewegung. Das ist ein Areal, was hier liegt und was wir als posterior-parietalen Kortex bezeichnen. Und schließlich ist es ohne Zweifel eine räumliche Aktivität. Ich bewege mich nicht auf einer Ebene, sondern in einem dreidimensionalen Raum mit der Bewegung des Fingers. Für diese räumlichen Aktivitäten ist wichtig der parietotemporale Kortex. Und schließlich mache ich das hoffentlich konzentriert und Aufmerksamkeit. Das ist der präfrontale Kortex. Und das Ganze, diese Bewegung, wird noch kontrolliert und angepasst durch einen wichtigen Teil des Gehirns, aus den wir als Kleinhirn bezeichnen. Sie sehen also schon allein durch eine simple Bewegung, durch das Spielen des ersten Tons, gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Arealen des Gehirns, die betroffen sind und die involviert sind. Und das alles mündet dann in dieser kleinen Region. Ich mache es nochmal zurück, diese Region, die hier aufleuchtet. Und an dieser Stelle sitzen die Nervenzellen, die dann den eigentlichen Steuerimpuls an die Muskulatur abgeben. Das heißt, den Befehl, diesen Finger zu bewegen. Nun, alle diese Regionen müssen, damit das passiert und damit dieses kleine Areal, was wir genau definieren können, was weniger groß ist als ungefähr ein Centstück, damit wir dieses Areal halt aktivieren können, müssen die genannten Regionen alle zusammenarbeiten. Und Sie sehen, bereits in einer einzelnen Fingerbewegung sind bereits große Bereiche der Hirnrinde involviert. Es gibt also viele Nervenzellen und in diesem Fall auch schon viele Umschaltungen. Und das nur für den ersten Ton. Was ist aber nun mit dem zweiten Ton? Der zweite Ton ist sozusagen der zweite erste Ton. Denn in der Regel, wie hier auch bei der Aria, beginnt man links und rechts zu spielen. Das heißt, bei der Aria beginnt es also mit dem G in der rechten und mit dem G in der linken Hand. In den Goldberg-Variationen und in dieser Zeit ist es sehr häufig, dass die linke und rechte Hand immer gleichzeitig spielen oder in einem hälftig geteilten Verhältnis. Also das heißt, wenn Sie hier zum Beispiel ein Viertel, in der Regel haben wir Viertel in der linken Hand, dann haben Sie in der rechten Hand entweder auch ein Viertel oder die Hälfte von 2/8, 4/16, 8/32 und so weiter. Das heißt, wir haben immer eine hälftige Zuordnung und immer eigentlich eine strenge Zuordnung von linker und rechter Hand, die sehr häufig zusammenspielt. Das ist auch in den meisten Stücken der Klavierliteratur immer der Fall. Es gibt einige Ausnahmen, wie zum Beispiel Chopin, der eine manchmal Unabhängigkeit der Hände erfordert, wenn man solche Sachen zu spielen hat wie 13 Tilde in der rechten Hand gegen 3 in der linken. Das lässt sich nicht aufteilen, aber sonst gibt es diese enge Kopplung im Zweier, also im hälftig geteilten Rhythmus. Das bedeutet, wir brauchen eine ziemlich enge Kopplung zwischen der linken und rechten Hand, damit die linke und rechte Hand gleichzeitig tätig sind. Und wenn wir von oben auf das Gehirn gucken, dann sehen wir auch, dass das Gehirn zwei Hälften hat, eine linke und eine rechte Hälfte. Und dabei ist es tatsächlich so, dass abgesehen von einigen höheren kognitiven Leistungen und höheren Hirnleistungen des Menschen, es so ist, dass eine Hirnhälfte eigentlich eine Körperseite steuert, also eine Hirnhälfte eine Hand und die andere Hirnhälfte, die andere Körperhälfte die andere Hand. Das ist jetzt gekreuzt in dem Fall, das muss uns aber nicht interessieren. Das heißt, die linke Hirnhälfte steuert die rechte Hand und die rechte Hirnhälfte steuert die linke Hand. Damit das aber passieren kann, damit diese Hirnhälften zusammenarbeiten, müssen sie verbunden sein. Und eine solche Struktur nennt man Kommissuren, die die linke und rechte Hirnhälfte miteinander verbinden. Und die wichtigste, liegt hier in der Mitte schematisch dargestellt, das ist das Corpus callosum. Und dieses Corpus callosum sorgt dafür eben, dass wir synchrone Aktivität in der linken und rechten Hirnhälfte generieren können. Es zeigt sich nun auch, dass bei Pianisten diese Verbindung zwischen der rechten und Hirnhälfte, zwischen der linken und rechten Hirnhälfte verbessert ist. Es kommt zu einer funktionellen Verstärkung der Kopplung im Bereich dieses Corpus callosum. Es ist sogar so, dass anatomisch gesehen es zu Veränderungen kommt, wenn das Klavierspielen vor dem 7. Lebensjahr begonnen wurde. Hier habe ich Ihnen einmal die Faserverbindungen dargestellt. Sie sehen hier das Corpus callosum, das ist jetzt Blick von der Seite auf das Gehirn. Und dies sind diese intensiven Faserbündel, die von der linken zur rechten Hirnhälfte beziehungsweise von der rechten zur linken ziehen. Wenn Sie jetzt einen anderen Schnitt machen, also nicht von der Seite drauf gucken, sondern sozusagen so das Gehirn durchschneiden und darauf gucken, dann sehen Sie hier linke Hälfte, hier rechte Hälfte und dies hier die Verbindung, das Corpus callosum, dieses Faserbündel, was die linke und rechte Hirnhälfte miteinander verbindet. Nun, und auch da gibt es natürlich individuelle Unterschiede. Und wenn es bei Berufsmusikern und bei Berufsmusikern, die bereits vor dem 7. Lebensjahr begonnen haben, intensiv zu musizieren, konnte sogar nachgewiesen werden, dass der vordere Teil des Corpus callosums verdickt war.
also eine richtig anatomische Änderung, die durch Ausüben von Musik zustande gekommen ist. Die Zusammenarbeit zwischen linker und rechter Hirnhälfte wird also verbessert. Nun, das war also der sogenannte erste, zweite Ton oder zweite, erste Ton. Wie macht es aber das Gehirn mit den schnelleren Bereichen? Nun, die Aria ist insgesamt ein langsames Stück und die schnellsten Notenwerte sind die Sechzehntel, die ungefähr im vierten Takt kommen. 32stel sind also 32stel, 4 32stel, 2 16stel. 32stel etwa in diesem Tempo, wo ich es gespielt habe, so ein langsames Tempo, sind ungefähr 1/10 Sekunde. Ein Zehntel Sekunde ungefähr 100 bis 120 Millisekunden. Nun, 32, da sollte ich vielleicht noch einen Satz dazu sagen. 32stel ist in den ganzen Stücken in der Goldwerk-Variation der schnellste Notenwert, den Bach notiert hat. Ob das Zufall ist, ist offen. Es ist auf jeden Fall so, dass die Mathematik in der Zeit, als die Manifestation des Göttlichen gesehen wurde, und es gibt eine Reihe von mathematischen Prinzipien, das Stück, die Goldberg-Variation, hat ja die Aria am Anfang, die Aria am Ende, dazwischen 30 Variationen. Und die sind aufgeteilt in 10 Gruppen. Es gibt immer 3er-Gruppe, einmal einen Kanon, den er immer steigert, im Sekundenabstand, im Terzabstand und so weiter. Von Wiederholung zu Wiederholung, also von 3er-Gruppe zu 3er-Gruppe. Dann gibt es ein etwas Kallatik-artiges Stück und ein Charakterstück. Und dieses wiederholt sich. Also wir haben 10 3er-Gruppen und es gibt auch 3 10er-Gruppen. Klar kann man das nach der ersten 10er-Gruppe sehen, weil die 10. Variation ist eine Fuge. Sehr häufig wird bei Bach auch Einheiten, Toccaten und so weiter mit Fugen abgeschlossen. Bei der 2. Gruppe ist es schwieriger und anderer Schiff glaubt ja auch, dass die eigentliche 2. Gruppe nicht nach der 20. Variation, sondern nach der 22. endet. Aber ist es ein Zufall, dass wir hier die 32 haben, dass es der schnellsten Notenwerten ist? Denn das Stück, die Goldberg-Variation, hat insgesamt damit 32 Teile und auch jede Variation und auch die Aria hat wiederum 32 Takte. Ob es ein Zufall sei, ich weiß es nicht. Wie sieht es aber nun mit der Zeit überhaupt bei der Umsetzung dieses Spielens der 32. Notenwerte im Gehirn und im Körper aus? Schauen wir uns einmal die Zeiten an. Ich habe Ihnen vorhin erläutert, welche Schritte dazu notwendig sind. Es beginnt zunächst einmal mit dem Lichteinfall ins Auge. Und der Lichteinfall ins Auge selber ist sehr schnell. Die Lichtgeschwindigkeit liegt bei 300.000 Kilometern pro Sekunde. Also die Zeit ist vernachlässigbar. Aber es dauert aus neurowissenschaftlicher Basis beträchtlich lange, bis dieses Licht in ein elektrisches Signal umgesetzt wird. Und das kommt dadurch, dass es nämlich hier zu einer Umformung eines Moleküls durch das Licht kommen muss. Das dauert seine Zeit. Dann kommt es dadurch Diffusionsprozesse, es werden Ionenkanäle geöffnet und so weiter. Und das dauert etwa 40 Millisekunden, das sind 40.000stel Sekunde. Das erscheint uns relativ kurz, für das Gehirn ist das eine relativ lange Zeit. Ja, und dann beginnt die Verrechnung im Gehirn. Und da sind einige zeitverbrauchende Schritte dabei und das möchte ich Ihnen gerne auf der nächsten Folie zeigen. Ein bisschen zur Informationsverarbeitung des Gehirns. Was Sie hier im linken oberen Teil sehen, das ist eine Nervenzelle und die Knubbel, die darauf sitzen, das sind die Synapsen. Die Synapsen, das sind die Kontaktstellen, das sind die Stellen, bei denen die Nervenzellen untereinander Kontakt haben. Und das macht das Gehirn sehr, sehr intensiv. Wir schätzen, dass wir ungefähr ein paar Milliarden Nervenzellen haben und jede Nervenzelle ist im Schnitt mit etwa 6.000 bis 10.000 anderen Nervenzellen über solche Synapsen und solche Faserverbindungen verbunden. Wenn Sie das mal sich hochrechnen, dann kommen Sie auf ungefähr 70 Billionen Verbindungen in einem einzigen Gehirn. Das ist eine unvorstellbar große Zahl. Wenn Sie sich vorstellen würden, eine solche Synapse wäre ungefähr nur 1 Millimeter hoch, dann würden Sie mit 70 Billionen Verbindungen einen Turm bauen, mit dem Sie fast bis zur Sonne kämen. Also eine riesige Zahl. Und diese Verknüpfung dient dazu, um die Rechenprozesse im Gehirn eigentlich vonstatten gehen zu lassen. Wenn Sie mich hier unten sehen, ist es eine Nervenzelle dargestellt, das heißt, hier ist also eine Synapse dargestellt und Sie sehen, dass die Synapse einen kleinen Spalt hat. Sie ist also die erste Nervenzelle sitzt nicht direkt an der zweiten Nervenzelle an, sondern es ist ein kleiner Spalt dazwischen. Und wenn nun ein Aktionspotenzial ankommt, ein Aktionspotenzial ist ein ganz kurzes elektrisches Signal, ist eine Art elektrische Umpolung, die nur ein Bereich von vielleicht 1/1000stel Sekunde lang ist. Wenn ein solches Signal halt in eine Synapse einläuft, dann kommt es an dieser Stelle zur Freisetzung einer chemischen Substanz. Diese chemische Substanz diffundiert durch diesen kleinen Spalt, der nur ein Millionstel Millimeter breit ist, diffundiert rüber, bindet sich an die gegenüberliegende Nervenzelle, löst dort wieder die Öffnung von Ionenkanälen aus, es strömen wieder Ionen ein und es entsteht dann ein neues Potenzial.
das, was wir als excitatorisch postsynaptisches Potenzial bezeichnen. Wenn dieses Potenzial groß genug ist oder wenn wir mehrere gleichzeitig ankommen, dann wird auch in dieser Nervenzelle wieder ein Aktionspotenzial ausgelöst. Nun werden Sie sich fragen, was hat es denn alles für einen Sinn? Das ginge doch viel einfacher, wenn das eine Aktionspotenzial einfach auf die andere Nervenzelle weitergeleitet würde. Und der Grund, weshalb das nicht ist, ist, dass die einzelne Synapse ist die eigentliche Recheneinheit des Gehirns. An dieser Stelle verrechnet das Gehirn. Denn es können Impulse ankommen, die dieses postsynaptische Potenzial vergrößern oder verkleinern. Es können Aktionen gleichzeitig ankommen und so weiter. Und hier an dieser Stelle wird addiert und subtrahiert und damit gerechnet. Und erst wenn diese Rechenschritte zusammenpassen, dann entsteht ein neues Aktionspotenzial und ist damit eine neue Qualität von Information. Das heißt, wir erkaufen uns also nun dadurch, durch diesen relativ komplizierten Prozess, erkaufen wir uns auf der einen Seite die Möglichkeit zu rechnen, der Nachteil auf der anderen Seite, das dauert. Und diese Übertragung, jede synaptische Übertragung verzögert die Information, die in der Sequenz und in der Häufigkeit und der Reihenfolge dieser Aktionspotenziale niedergelegt ist. Fast die gesamte Information unseres Gehirns ist in diesen Mustern von Aktionspotenzialen niedergelegt. Diese synaptische Übertragung verzögert die Informationsleitung um etwa 2 Millisekunden, also 2/1000 Sekunden. Und dann gibt es noch einen zweiten Prozess. Dies ist jetzt ein Querschnitt rechts oben, ein Querschnitt durch Nervenfasern. Sie sehen innen hier, das ist sozusagen die Nervenfaser und die ist umhüllt von solchen schwarzen, von so einer schwarzen Substanz. Und diese schwarze Substanz ist eine Isolierung. Wir bezeichnen die als Myelinscheiden. Und der Sinn dieser Isolierung besteht darin, dass die damit eine wesentlich schnellere Reizleitung oder Informationsleitung erlauben. Denn in diesen Stellen, wo diese Scheiden drumherum sind, wird der Impuls fast mit Lichtgeschwindigkeit geleitet, also mit einer Geschwindigkeit von etwa 300.000 Kilometern pro Sekunde. Das geht aber nicht die ganze Zeit, denn dieses Signal schwächt sich doch ab. Und es braucht von Zeit zu Zeit immer wieder Stellen, an denen dieses Signal halt aufgefrischt wird. Und diese Stellen, die wir als Ranvier'sche Schnürringe bezeichnen, machen dann dadurch, dass hier neue Aktionspotenziale generiert werden müssen, machen die Übertragung langsamer. Konkret sieht das so aus, Sie haben ein Aktionspotenzial, das läuft hier die Nervenfaser entlang, dann haben Sie hier das Aktionspotenzial und wenn Sie jetzt an die nächste Stelle kommen, also hier, an den Stellen, die also von der Myelinscheide umgeben sind, dann ist es praktisch zeitgleich dort. Aber wenn Sie weitergehen zum nächsten Schnürring, an diese Stelle hier, dann dauert es eben, weil hier an dieser Stelle ein neues Aktionspotenzial generiert werden muss, wesentlich länger und wir kriegen eine Zeitverzögerung. Das heißt, bei dieser Reizleitung oder bei dieser Informationsleitung saust das die Information halt in diesen ummantelten Regionen blitzartig, fast mit Lichtgeschwindigkeit, stoppt dann wieder und wird dann wieder aufgefrischt an Stellen, an denen diese Schnürringe sind. Das heißt, es ist fast so, als würde die Information hüpfen. Wir sprechen deshalb auch von saltatorischer Erregungsleitung, hüpfender Erregungsleitung. Die ist aber sehr schnell. Wir kommen damit immer noch auf eine Geschwindigkeit von 100 Metern pro Sekunde oder umgerechnet 360 Stundenkilometer, also schneller, als man mit jedem Auto fahren kann. Das bedeutet aber, jeder Meter Leitung im Gehirn kostet ungefähr 10 Millisekunden. Das heißt, wir haben im Gehirn bei der Verarbeitung zwei zeitverbrauchende Prozesse. Die Übertragung von einer Nervenzelle auf die andere, die synaptische Übertragung, dauert 2 Millisekunden und jeder Meter Leitung kostet uns nochmal einmal 10 Millisekunden. 2/1000 Sekunden, 10/1000 Sekunden, also ein Hundertstel Sekunde, das erscheint nicht viel. Aber wenn Sie sich daran erinnern, welche Prozesse allein involviert waren und welche Hirnareale allein für das Spielen eines einzigen Tons, dann können Sie sich vorstellen, dass sehr, sehr schnell sehr große Leitungsstrecken und sehr viele Übertragungen zusammenkommen. Und solche Entscheidungsprozesse, das wissen Sie ja, können durchaus beträchtlich sein. Die Entscheidung, wenn man vor einem Kuchenbuffet steht, ob man nun den Blaubeerkuchen oder den Erdbeerkuchen sieht, ist auch ein Entscheidungsprozess, der zustande kommt, indem ständig in unserem Gehirn so etwas verrechnet wird. Wenn ich aber nur mal annehme, dass für so eine Entscheidung die Note zu sehen und die Taste zu drücken, vielleicht nur 20 Stationen nötig sind und nur 2 Meter Leitung, das ist extrem kurz, sind wir schon bei Zeiten von über 50 Millisekunden. Das heißt, wir müssen damit rechnen, die Verarbeitung im Gehirn kostet mindestens 50 Millisekunden, eher wahrscheinlich mehr. Ja, und wenn wir weitergehen, die Leitung dann des Impulses im Rückenmark und die eine Umschaltung sind etwa 5 Millisekunden, die Weiterleitung in den Arm, also im Nerven, 1 Meter, also etwa 10 Millisekunden. Und dann kommt nochmal ein zeitverbrauchender Prozess, nämlich
Die Muskelkontraktion, die dauert ihre Zeit, eine mechanische Bewegung. Dann wird aber erst die Sehne angespannt. Die Anspannung der Sehne ist auch Zeitverbrauchend, bis die Sehne sozusagen so weit angespannt ist, dass überhaupt der Finger bewegt ist. Und dann ist ein Klavier keine Computertastatur, bei dem man nur einen Millimeter herunterdrücken muss, sondern die Taste muss fast einen Zentimeter hinuntergedrückt werden. So, das heißt, auch hier haben wir nochmal einen wirklich zeitverbrauchenden Prozess, der kostet 50 Millisekunden. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Ich erzähle Ihnen das alles, weil die Summe, wenn man das zusammenrechnet, kommt man auf 150 Millisekunden. Also ungefähr 0,2 bis zu einer halben Sekunde. Ich habe Ihnen aber vorher erzählt, dass ich allein schon in diesem langsamen Stück der Aria die Stelle von mir und von anderen Pianisten noch schneller in einer Zeit von etwa 120 Millisekunden gespielt wird. Das heißt, die Reaktionszeit, die wir haben, die Verarbeitungszeit, ist zu lang, als dass wir jede Note beim Spielen wirklich sehen können. Das heißt, wenn man jede Note sehen wollte und danach erst praktisch nach der Note entscheidet, die Taste zu drücken, dann könnten wir nur sehr, sehr langsam spielen. Wir spielen aber schnell. Wie kommt das? Und das kommt dadurch, dass das Gehirn einen Trick anwendet. Und dieser Trick besteht darin, dass es mehrere Noten zu einem Programm verknüpft. Das heißt, es wird jetzt nicht nur sich gemerkt, dass eine Note gespielt wird, sondern es wird ein Muster gelernt. Das heißt, eine Bewegung von mehreren Fingern hintereinander. Ich möchte Ihnen erst an dieser Stelle, die ich immer wieder genannt habe, jetzt vorführen. Diese sechs Noten also werden zu einem Programm verknüpft. Und das hilft dem Gehirn ungeheuer. Bei der ersten Note hat es keinen Vorteil, um es so zu sehen. Das heißt, ich muss dieses Muster sehen, damit, oder ich muss dieses Notenbild sehen, praktisch im Notenbild, damit das Programm ausgelöst wird. Also ich habe genau dieselben Prozesse, die ich Ihnen vorhin dargestellt habe, auch dieselbe Zeit. Aber beim zweiten Ton dieses kleinen Programms bin ich schon wesentlich im Vorteil. Das erste ist, ich habe schon mal das ganze Sehsystem gespart, weil diese Note, die zweite Note, sehe ich ja gar nicht mehr. Sondern ich sehe eigentlich, ich habe ja vorher nur diese Sequenz eigentlich gesehen, die jetzt das Programm ausgelöst hat. Ich spare schon mal die Zeit fürs Sehsystem. Und das zweite ist, dadurch, dass ich alles schon, die Motivation, die Aufmerksamkeit, die Stellung, die Berücksichtigung der Sinnesinformation eigentlich schon vorbereitet habe mit dem ersten Ton, kann ich mir die Verarbeitungszeit beim zweiten Ton sparen. Das heißt, Bewegungsprogramme reduzieren den Verarbeitungsaufwand im Gehirn beträchtlich. Was heißt das für die Zeiten? Wenn wir die Zeiten nehmen, hier nochmal, wie es beim Spielen der ersten Note ist, also die Summe von mehr als 150 Millisekunden. Bei der zweiten Note ist es so, ich habe das Sehsystem gespart, das spart mir schon mal 40 Millisekunden. Ich habe die Verarbeitung im Gehirn wesentlich reduziert, weil eben meine motorischen Systeme und so weiter vorbereitet sind. Und dadurch kann ich schon an die 60, 70, 80 Millisekunden sparen und komme unter 100 Millisekunden. Und ich kann noch schneller spielen, denn ich kann eigentlich im Grunde genommen den zweiten Ton, den ich spiele, schon sehr dicht an den anderen anschließen. Das heißt, ich muss ja nicht warten, bis der erste Finger sich bewegt hat, bevor ich den Impuls für die Bewegung des zweiten Fingers. Das heißt, ich kann das eng hintereinander takten, sodass ich diese Sequenz zum Beispiel schneller spielen kann. Nachher fast bis zur Gleichzeitigkeit. Also das ist beliebig schnell eigentlich verkürzbar. Und wir können deshalb also für den zweiten, dritten und vierten Ton die Zeit also beliebig kurz machen. Trotzdem müssen Sie keine Sorgen haben, dass in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten vielleicht auch einmal die gesamten Goldberg-Variationen innerhalb von 10 Sekunden gespielt werden. Denn das Ganze limitiert natürlich auch. Und die Limitation kommt zustande, dass wir nämlich nicht die Situation haben, dass man immer einen anderen Finger nimmt, sondern die Finger wiederholen sich. Am eindrucksvollsten ist das an solchen Trillerstellen oder an Stellen, wo sich Finger wiederholen, wie zum Beispiel in der Variation 28. In diesem Fall, in der rechten Hand, wechselt sich der erste und zweite Finger immer wieder ab. Und das ist der zeitlimitierende Faktor, wie schnell ich spielen kann. Nämlich das ist praktisch die Tapping-Frequenz, wie oft ich sozusagen einen Finger in kurzer Zeit hintereinander anschlagen kann. Nun, Glenn Gould, einer der schnellsten
spielt diese ganze Variation in ungefähr einer Minute, braucht also 1,8 Sekunden pro Takt, das sind ungefähr 13 Noten pro Sekunde. 13 Noten pro Sekunde ist sehr schnell, ist aber nicht das Schnellste, was man leisten kann. Also bei Schreibmaschinenwettbewerben gibt es bis zu 16 Anschlägen pro Sekunde und der ukrainische Pianist Lubor Melnik, den ich eigentlich bis dahin noch nie gekannt hatte, behauptet mit 20 Noten pro Sekunde der schnellste Pianist der Welt zu sein. Wir brauchen das nicht genau nachzuweisen oder zu überprüfen, aber eins ist klar, diese Zeit der Wiederholung des Anschlags desselben Zimmers lässt sich nicht beliebig verkürzen. Denn wir haben hier einmal das Phänomen der Muskelkontraktion und der Sehnenanspannung, das sind mechanische Faktoren, aber auch des Einstroms von Calciumionen im Bereich der Muskelkontraktionen dann. Und das sind physikalische Prozesse, Diffusion von Teilchen, Ausdehnung von Stoffen bei Belastung und so weiter. Und diese Prozesse lassen sich auch in der Evolution nicht mehr steigern. Deswegen ist meine Prognose, kann ich sagen, oder meine Schlussfolgerung ist, dass wir auch in Zukunft kaum eine größere Maximalgeschwindigkeit haben werden im Spielen von Stücken. Also maximal, wenn jemand versucht, ein Stück möglichst schnell zu spielen, werden wir kaum größere Maximalgeschwindigkeiten in Zukunft haben, als wir das bei den heutigen Pianisten haben. Umgekehrt wird es vermutlich auch, um das zu pointieren, auch so gewesen sein, dass Franz Liszt oder Clara Schumann die Goldberg-Variationen wahrscheinlich im selben Tempo hätten spielen können, wie das heutige moderne Pianisten tun, wenn die Mechanik der Instrumente das hergegeben hätte. Auf jeden Fall ist die Grenze hierfür, die Grenze für die Geschwindigkeit des Spielens liegt nicht im Gehirn. Also bin ich eigentlich bei der Geschwindigkeit. Wie schnell werden die überhaupt die Goldberg-Variationen gespielt? Nun, als Johann Sebastian Bach 1741 das Werk in Druck gegeben hat, Aria mit verschiedenen Änderungen, dann hat bereits einige Jahre später sein erster Biograf, Johann Nikolaus Forkel, 1749 bis 1818, dazu eine Geschichte überliefert. Und zwar der russische Gesandte am kursächsischen Hof, Graf Kaiserling, brachte seinen Hofmusiker Goldberg mit nach Leipzig, und zwar, um ihn von Bach unterrichten zu lassen. Kaiserling hatte einen Hofmusiker, weil er kränkelte und er litt dabei häufig unter Schlafstörungen. Und der Hofmusiker, der Cembalist, der nebenan im Zimmer schlief, der musste dann ab und zu nachts aufstehen und musste ihm etwas vorspielen, um die Leiden von Kaiserling zu lindern. Und Kaiserling bat dann Bach mit den Worten für seinen Goldberg um einige Klavierstücke mit sanftem und munterem Charakter. Also sanft und munter, darauf lag die Betonung. Das ist nicht bei allen Pianisten und pianistischen Aufnahmen so, die wir heute hören. Aber es ist das, was Bach wirklich schriftlich überliefert hat. Nun gibt es eine Reihe von Musikerlegenden. Wahrscheinlich ist dieses aber keine. Dafür spricht zum einen, dass es sich um das einzige Variationenwerk von Johann Sebastian Bach handelt, in seinem ganzen Oeuvre. Er hat es bis dahin abgelehnt, Variationen zu schreiben, wahrscheinlich auch, weil ihm die Wiederholung der gleichen Grundharmonie eigentlich zu langweilig war. Aber sie war eben für eine sanfte und muntere Musik geeignet. Auch der sehr strenge und regelmäßige Aufbau aus 3x10 bzw. 10x3 spricht für eine betont nachvollziehbare, ruhige Struktur. Dafür spricht auch das langsame Thema. Nun, wir wissen nicht, wie schnell dieses Stück in der Bachzeit gespielt wurde. Und wir wissen auch nicht, ob die Variationen immer im selben Tempo gespielt wurden, wie das zum Beispiel bei Beethoven-Variationen üblich ist. Das Thema muss in derselben Geschwindigkeit gespielt werden wie die Variation das ganze Stück hindurch. Die Dauer ist deshalb, also die Goldberg-Variationen sind deshalb auch ein Stück, was sehr stark in der Interpretation schwankt. Ich habe 32 Fassungen mal ausgewertet, davon, die also auf CD zugänglich sind. Die Gesamtlänge variiert zwischen von 38 bis 87 Minuten. Also ich kenne kein anderes Werk, bei dem die Spannweite so groß ist. Das ist auch davon abhängig, dass nicht alle Pianisten alle Wiederholungen spielen. Bach hat eigentlich jede Variation oder in zwei Teile, jede Variation ist ja in zwei Teile eingeteilt und jede Hälfte muss wiederholt werden. Wenn man das mal aufträgt, dass das Jahr der Interpretation, das heißt, wann also die Aufnahme gemacht wurde, die frühesten lagen so die ich bekommen konnte, so in den 70er Jahren, und die Dauer, wie lange es dauert, wenn die Aria gespielt wird, dann sehen Sie zuerst mal ein relativ buntes Muster. Der Mittelwert liegt bei 243 Sekunden für die Aria, also bei 192 Viertelnoten sind das ungefähr 1,3 Sekunden pro Viertel oder knapp 50 Viertel pro Minute. Das entspricht einem langsamen Herzschlag. Auch das ein Indiz dafür, dass es sich um ein sanftes, eher beruhigendes Stück handelt, wie Bach es komponiert hat.
Wenn man sich jetzt den Spaß macht und versucht, eine lineare Regression zu erstellen, nämlich zu fragen, hat sich eigentlich die Interpretation im Schnitt im Lauf der Zeit verändert, also von den 70er Jahren bis heute? Man macht also eine lineare Regression, untersucht einen Zusammenhang zwischen dem Jahr der Einspielung und dem Dauer der Interpretation, würde ich Sie fragen, denken Sie, dass es sich verändert hat? Ja. Es hat sich, und das Interessante ist, sie wird heute langsamer gespielt. Die Aria wird heute langsamer gespielt als noch in den 70er Jahren. Es gibt Ausnahmen, Extreme. Die Extreme sind zum Beispiel interessanterweise Wilhelm Kempff, der die Aria knapp unter 3 Minuten spielt, also 180 Sekunden ungefähr. Und der Japaner Kato, der sie 2011 mehr als doppelt so langsam gespielt hat, mit mehr als 6,5 Minuten. Aber insgesamt sieht man, wenn wir von den 70er Jahren zu uns kommen, zur heutigen Zeit kommen, das Tempo, die Aria wird immer langsamer gespielt. Und die erste Variation? Nun, wenn man das Ende der Aria spielt und im Beethovenschen Sinne weitermachen würde, dann würde das so klingen. So wird es nie gespielt. Oder noch schneller. Wenn man den Vergleich macht und sich anguckt, wie sieht es denn jetzt mit der Geschwindigkeit bei der ersten Variation aus, so liegt sie im Schnitt bei 115 Millisekunden. Das heißt, deutlich, deutlich schneller als die Aria. Und wenn man die lineare Regression macht, wieder hier, mit dem Jahr der Interpretation vergleicht, haben sie den umgekehrten Effekt. Das heißt, die erste Variation wird heute schneller gespielt als noch vor in den 70er, 80er oder 90er Jahren. Das heißt, wir haben eine Tendenz in unserer heutigen Zeit, die Aria wird langsamer gespielt, die erste Variation schneller. Das ist aber eine Modefrage, das ist eine Interpretationsfrage, das hat nichts mit Hirnphysiologie zu tun, sondern das ist, glaube ich, wir leben nicht mehr in der Zeit, wo man eine Frau beeindrucken konnte mit dem Geruch seines Schnupftüchleins, was man sich vorher durch die Achselhöhle gezogen hatte, sondern wir brauchen stärkere Reize in unserer Zeit. Und deswegen wird man auch bei den musikalischen Interpretationen die Extreme stärker wählen. Was aber spannend ist, das ist, wenn man sich das Verhältnis der Zeitdauer jeder Interpretation von Aria und erster Variation anguckt. Wenn sie gleich gespielt würden, dann wäre das Verhältnis 1, siehe, und Sie sehen alle, aber restlos alle Interpretationen, sind in einem deutlich kürzeren Verhältnis, im Schnitt bei 0,5. Das heißt, die erste Variation wird doppelt so schnell gespielt wie die Aria. Und zwar von jedem Interpreten und in jeder Zeit. Es gibt die Ausnahme und man merkt direkt, dass er sich bemüht hat, eine Ausnahme zu machen. Das ist Wilhelm Kempff, der hier liegt, der mit 0,8 noch relativ nah an die 1 herankommt, sich das aber erkaufen muss. Ich weiß nicht, die Aufnahme, für mich eine der schönsten Aufnahmen, aber er spielt die Aria sehr schnell und muss auf einige der Verzierungen verzichten, weil er sie in dem Tempo nicht mehr unterbringen kann. Alle anderen, und das ist jetzt die Regel, und nicht alle anderen, aber alle spielen die erste Variation schneller als die Aria. Und wenn alle das machen, dann spricht das dafür, dass ein Prinzip dahinter steckt. Und ich glaube, was dahinter steckt, ist das sogenannte Dynamikprinzip des Gehirns. Das Dynamikprinzip des Gehirns ist nämlich schlicht und einfach, dass unser Gehirn darauf sehr viel stärker auf Veränderungen angelegt ist, als auf Statisches. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Ton hören, dann wird dieser Ton nach einiger Zeit leiser und wir hören ihn nicht mehr. Veränderungen der Töne hören Sie sofort wieder. Gerüche, ein anderes Beispiel. Wenn Sie ein Parfum auftragen, Ihr eigenes Parfum, riechen Sie nach einiger Zeit nicht mehr. Sie riechen es erst wieder, wenn ein neues und anderes Parfum dazukommt. Das heißt, das Gehirn reagiert sehr stark auf Veränderungen und das muss es auch. Denn das Gehirn hat ein großes Problem. Und das Problem des Gehirns ist, dass die Sinnesorgane unseres Körpers extrem gut sind.
Und sie liefern eine Unmenge von Informationen. Bereits über das Sehsystem kommen pro Sekunde Informationen in das Gehirn oder in das Auge zunächst einmal hinein, die eine Menge von ungefähr 100 beschriebenen Schreibmaschinenseiten entsprechen. Davon schafft es nachher in das Kurzzeitgedächtnis 3 Buchstaben. Von 100 Seiten auf 3 Buchstaben. Und das Gehirn braucht nun ein Prinzip, um dieses zu reduzieren, um mit dieser Informationsmenge fertig zu werden. Und eine dieser Regeln und diese einfachen Regeln, die das Gehirn deshalb braucht, um die Informationsmenge zu verringern, ist die, dass es sagt, Information, die sich verändert, ist wichtiger als Information, die konstant bleibt. Und das macht natürlich auch Sinn. Wenn wir oder unsere Vorfahren durch die Savanne getapert sind, dann war es natürlich viel wichtiger zu erkennen, dass jetzt auf einmal von rechts ein Säbelzahntiger halt ankommt oder ein Beutetier, was ich erlegen will. Das war viel wichtiger, als zu erkennen, dass der Baum immer noch da steht und immer noch seine 10 Äste hat. Also das Gehirn ist sehr stark auf Veränderungen angelegt. Der Interpret macht das aber auch so. Nun haben wir die Aria als ein ruhiges Stück und vom Charakter her ist die erste Variation ein lebhaftes Stück. Und um dieses Dynamikprinzip zu entsprechen, muss er das oder spielt er das entsprechend in einem schnelleren Tempo. Weil das schnellere Tempo eigentlich er beschleunigt die also gegen dem üblichen Tempo, um damit die Dynamik klarzumachen und den Unterschied zum Tempo der Aria zu demonstrieren. Also er greift sozusagen das Interpretationsprinzip oder das Verarbeitungsprinzip des Gehirns aus und verstärkt es. Und deswegen spielen alle die erste Variation schneller. Kommen wir zu Tonleitern. Tonleitern sind eine Sache, die wir alle, die wir Klavierunterricht haben, zur Genüge kennen. Tonleitern werden in Goldberg-Variationen relativ wenig eingesetzt. Es gibt eigentlich nur wenige Stücke und maximal sind es halt 12 Töne hintereinander, die Bach im Sinne von Tonleitern in diesem Stück verwendet. Ich habe dieses Stück jetzt hier gewählt, die 16. Variation, weil hier die Tonleitern sozusagen ihren Auftritt haben. Das heißt, so exponiert treten sie eigentlich in keiner anderen Variation auf. Warum Bach so wenig Tonleitern in dieses Stück oder in dieses Variationenwerk eingebaut hat, ist fraglich. Vermutlich, weil ihm auch die Tonleiter zu langweilig war. Das ist ein bisschen schade, weil nämlich gerade zu den Tonleitern gibt es viel Forschung, viel auch neurowissenschaftliche Forschung. Nun, Sie wissen, dass der Klavierlehrer im ersten Linie dem Schüler versuchte, Gleichmäßigkeit beizubringen. Und wenn man eine Studie macht und es sind hier die Mittelwerte oder sind hier die Abstände zwischen den Noten einer Tonleiter aufgetragen, dann sehen Sie, dass sich beim Anfänger hört sich das ja eher so an. Wenn man fortgeschritten ist, dann wird die Linie flacher, das heißt, es wird gleichmäßiger und die grüne Linie, die hier drunter geht, das ist der berufsmäßige Pianist und Sie sehen, das ist schon deutlich gleichmäßiger, aber, und dieses Aber ist mir wichtig, es ist nicht ganz gleichmäßig. Das heißt, der Abstand zwischen den Tönen variiert auch beim Berufsmusiker, beim Berufspianisten um ungefähr 7/1000stel Sekunde, 7 Millisekunden. Und das scheint offensichtlich die Genauigkeit des Systems zu sein. Das heißt, unser Gehirn schafft es offensichtlich nicht, eine größere Gleichmäßigkeit herzustellen als mit einer Varianz von 7 Millisekunden. Auch da, das Gehirn ist schlecht eigentlich bei der Reproduktion von Aufgaben. Das ist also eine Schwäche. Da ist auf jeden Fall, sage ich, bei solchen Aufgaben immer der Computer überlegen. Aber das Gehirn ist halt sehr gut, sich auf neue Sachen einzustellen und Sachen zu verändern. Also Dynamik ist die Stärke des Gehirns. Nun, die Gleichmäßigkeit der Wiederholung ist aber nicht gegeben, oder ist nicht in dem Ausmaß gegeben bei den Tonleitern. Es ist aber charakteristisch für jeden Pianisten.
Das heißt, hier sind zwei Beispiele aufgeführt auf der rechten Seite. Zwei verschiedene Pianisten. Und wenn Sie eine Tonleiter spielen, spielen Sie die immer in diesem Muster. Hier sind jeweils die Abweichungen vom Mittelwert aufgetragen. Und Sie sehen, es schwankt ein bisschen beim ersten Pianist und der zweite Pianist beginnt langsamer. Und dieses Muster ist so konstant, dass man mit einer hundertprozentigen Sicherheit, das heißt jede Tonleiter, die man gehört hat, kann man nach Analyse nach diesem Muster einem Pianisten zuordnen. Wir hören es nicht genau, also manchmal hört man es, also an einer Tonleiter einen Pianisten zu erkennen. In der Regel braucht man ein technisches System dazu, das das in dieser Form auswertet. Aber jeder Pianist hat seinen, nicht nur seinen charakteristischen Ton, sondern hat auch seine charakteristische Tonleiter. Und das sind diese Unterschiede, die hier drin liegen. Und ein drittes kommt hinzu, ganz gleiche Tonleitern, das hat man ausprobiert, die also von einem Automaten gespielt werden und wo jeder Ton genau denselben Abstand hat zum nächsten, werden von den Hörern als nicht so schön empfunden wie die Tonleitern, die von lebenden Menschen und damit mit einer gewissen Unschärfe und Ungenauigkeit gespielt werden. Hier nähern wir uns der Musik. Musik wird erst bei Abweichung vom genauen Taktschlag und bei Gruppierung als schön empfunden. Den Satz Musik entsteht in den Pausen kennen Sie. Ich glaube, hier hat das Institut für empirische Ästhetik noch eine ganze Menge zu tun, bis sie das geknackt hat. Aber es scheint so zu sein, dass diese Gruppierung und die Ordnung nicht auf den genauen Taktschlag zu gehen, sondern Gruppen zu bilden, Muster zu bilden, dass das etwas ist, was für das Gehirn ein ganz wichtiges Arbeitsprinzip auch in der Musik ist. Im Gehirn selber haben wir eine Reihe von Rhythmen, die reichen von diesen ganz kurzen Sachen, von den Tausendstel Sekunden, wie ich Ihnen die vor beim Aktionspotenzial gezeigt habe, hier eine Übertragung oder bei synaptischen Ableitung, geht dann in den Sekundenbereich hinein. Wenn man von der Hirnrinde ableitet, gibt es Rhythmen, die in der Größenordnung von 50 Schwingungen pro Sekunde bis zu so einer halben Schwingung im Tiefschlaf, zum Beispiel halben Schwingungen pro Sekunde liegen. Wir haben Gonadotropin-Sekretionen, die im wenigen Stundentakt liegen. Und Sie kennen alle den Schlaf- und Wachrhythmus, der mit 24 Stunden, also ganz genau eigentlich mit 25 Stunden pro Tag im Rhythmus halt immer wieder wechselt. Es gibt also vielfältige Rhythmen im Gehirn, auch im Sekundenbereich. Und wahrscheinlich spielen die für die Entstehung und auch für die Wahrnehmung von Musik eine wesentliche Rolle. Und auch wir, auch Sie werden das ohne weiteres wissen, dass wir dass Musik, die ganz gleichmäßig gespielt wird, halt nicht schön klingt. Ich versuche das mal bei dieser hier. Und jetzt mit Unschärfe. Ein bisschen rübergekommen, der Unterschied zwischen dem reinen, gleichmäßigen Spielen und dem Gruppierung und Anordnung in verschiedenen Gruppierungen, wie man es dann von seinem Musiklehrer lernt. Aber wir gestalten ja nicht nur Musik aktiv, sondern Musik ändert auch das Gehirn. Ich hatte Ihnen vorhin schon einen Aufbau des Gehirns gezeigt und wir wissen heute, dass Musik zunächst mal funktionell auch zu Veränderungen im Gehirn führt. Das heißt, wenn ich diese Region, mit der ich die Tasten spiele, die also die Finger bewegt, in diesem Fall intensiv trainiere, dann kommt es zu einer funktionellen Vergrößerung. Das heißt, es werden dort nicht mehr Nervenzellen gebildet, aber es werden für diese Bewegung mehr Nervenzellen herangezogen. Das Gehirn ist ein sich ständig optimierendes System. Und in diesem Fall würde halt gesehen, okay, dieser Typ, der da an dem Flügel sitzt, der will jetzt unbedingt besonders gut die Finger bewegen, also wird mehr Gehirnaktivität oder mehr Kapazität des Gehirns dort hineingesteckt. Schon bereits nach wenigen Wochen üben kann man solche funktionellen Vergrößerungen durch funktionelle Kernspintomographie am Gehirn erkennen, dass das Areal, was die Bewegung der Finger steuert, repräsentiert, dass diese Areale vergrößert werden. Nun, das funktioniert eigentlich das Leben lang. Also man kann auch sein Leben lang gibt es solche Veränderungen und kann man solche Vergrößerungen halt oder Funktionssteigerungen halt hervorrufen. Eine spannende Untersuchung ist aber nun die,
dass es nun auch gezeigt wurde, dass wenn man das also sehr früh auch beginnt und sehr lange macht, dass es nicht nur zu funktionellen, sondern auch zu strukturellen Veränderungen kommt. Das heißt, dieses Areal wird wirklich größer. Dazu gibt es eine sehr schöne Untersuchung der Arbeitsgruppe Bangert und Schlauk. Die haben nämlich zum einen Pianisten und zum anderen Geigenspieler untersucht. Das Interessante, der Vergleich ist insoweit spannend, weil beim Pianisten ist in der Regel die rechte Hand die wichtigere. Das heißt, oft hat die rechte Hand mehr zu tun und auch Schwierigeres zu tun. Und sehr häufig ist es die melodiegebende Hand, die linke Hand eher die Begleitung. Das sieht man auch, wenn Sie Klavier spielen und darauf achten, die motorischen Programme, wie sie ausgelöst werden, werden sehr häufig durch das ausgelöst, was sie im rechten Notensystem sind, aber nicht das im linken System. Die linke Hand läuft sozusagen etwas mit. Etwas natürlich. Also die Probleme, es gibt ja genügend Übungen, wissen Sie alle, für die linke Hand, weil eben wir sind sehr stark als Pianisten auf die rechte Hand halt ausgelegt. Nun, wir sind ja auch Rechtshänder, das ist ja über 80% sind Rechtshänder, das heißt, das ist eigentlich die funktionsstarke Hand. Bei Geigenspielern ist natürlich die rechte Hand auch die starke. Aber das Problem beim Geigen ist die Bogenführung. Und deswegen wird die rechte Hand für die Bogenführung genommen und die linke Hand wird für das Greifen auf dem Griffbrett benommen. Also die hochwertige Hand, die schwierige Hand wird sozusagen für die Bewegung des Bogens benutzt. Das heißt aber, die vielen Fingerbewegungen, die beim Pianisten in der Regel mit der rechten Hand gemacht werden, werden beim Geigenspieler mit der linken Hand gemacht. Deswegen kann man die beiden Gruppen gut miteinander vergleichen. Und das haben die hier gemacht. Und haben sich also über funktionelle Bildgebung, bei lebenden Berufspianisten und Berufsviolinisten, haben sich die Hirnstruktur angeguckt und stellten fest, dass es bei den Klavierspielern auf der linken Seite, also die rechte Hand steuert, in dieser Region, die für die Bewegung der Finger zuständig ist, und bei den Geigenspielern auf der rechten Seite, also die für die linke Hand zuständig ist, die also die Bewegung macht, dass es dort zu anatomischen Veränderungen kommt. Und das Areal, was also die Finger bewegt, ist wirklich größer. Es ist vergrößert gegenüber dem Normalzustand. Die interne Kontrolle, man nimmt die andere Seite und Sie sehen auf der anderen Seite diese Furche, die ich jetzt hier nochmal rot hervorgehoben habe, diese Furche ist glatt. Dieses Phänomen, dass es also zu anatomischen Veränderungen auch im Gehirn kommt, wenn man sehr früh mit dem Musizieren anfängt, wird auch als Omega-Zeichen bezeichnet, weil die Form, die hier dargestellt ist, erinnert an den ersten Teil an den griechischen Buchstaben Omega. Nun, es gibt aber noch andere Strukturen, die vergrößert werden durch Musik. Ich habe in falsche Richtung? Nee, doch. Das ist zum einen mal die Struktur in der Mitte, die ich vorhin schon besprochen habe, die Verbindungsstruktur, das Corpus callosum, das sich ja auch bei Pianisten, die vor dem 7. Lebensjahr angefangen haben, teilweise anatomisch verändert. Und es ist auch das Kleinhirn. Auch das Kleinhirn hat man nachgewiesen, dass es anatomische Veränderungen nachweist, wenn es intensiv trainiert wird. Nun, das vielleicht beste Beispiel dafür, der beste Musiker dafür ist Felix Kieser. Ich weiß nicht, ob Sie Felix Kieser kennen. Felix Kieser ist Hornist, professioneller Hornist, spielt in Orchestern und er ist halt ohne Arme geboren worden. Und er hat es nun gelernt, dass er mit seinen Füßen das am Horn macht, was die anderen Hornisten mit ihren Händen machen. Und er macht das mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit, was zeigt, dass also das System des Gehirns so umgebaut werden konnte, dass er also auch die Zehenbewegung in diesem Fall so schnell hinbekommt wie andere ihre Fingerbewegung. Das jetzt zum aktiven, zum motorischen Teil und kommen wir zum Hören. Nun, das Hören beginnt im Gehirn zunächst mal mit der Registrierung von Schallwellen im Ohr. Es ist die Umsetzung von Luftbewegungen in ein elektrisches Signal. Es beginnt also ungefähr an dieser Stelle. Ich habe jetzt hier, weil es etwas komplizierter zu sehen ist als im Sehsystem, deshalb einmal die Aufsicht von oben aufs Gehirn hier und einmal die Sicht von der Seite genommen. Also es beginnt im Ohr. Die Schallwellen werden im Ohr umgesetzt in ein elektrisches Signal. Dann kommt eine Weiterleitung in den Hirnstamm. Im Hirnstamm werden schon Sachen verarbeitet. Es ist eine starke Verschaltung. Der Hirnstamm ist wichtig für das Empfinden von Lautstärke, der Höhe und der Richtung eines Tones. Ganz wichtig, bereits an dieser Stelle, wie hier kurz zu sehen, kreuzt das Signal auf die Gegenseite. Das heißt, schon auf dieser ganz niederen Ebene der Verarbeitung haben wir sowohl die linke als auch die rechte Hirnhälfte involviert. Das ist nachher für den Arzt wichtig.
Weil es gibt bei Schlaganfällen immer wieder Ausfälle, das wissen Sie, Lähmungen von ganzen Körperseiten, Lähmungen von einzelnen Gliedern, Armen, Beinen und so weiter. Aber es gibt eigentlich nie Taubheit. Und das kommt daher, weil der Schlaganfall, der auf einer Seite Gehirngewebe zerstört, vor allem dann im Bereich der Hirnrinde und höher gelegt, eigentlich dann auf, beim Hörsystem schon auf ein System trifft, was schon beidseitig eigentlich dann angelegt ist. Sodass also auch die nicht betroffene Seite immer noch für das Hören ausreicht. Vom Hirnstamm geht es dann weiter in den Thalamus. Der Thalamus wird als Tor zum Bewusstsein bezeichnet und von hier dann in die sogenannte primäre Hirnrinde. Das ist eine Region, die an der Seite liegt und hier und auch in der dann anschließenden sekundären Hirnrinde nehmen wir komplexe Inhalte wie Worte oder Töne wahr. In der primären Hirnrinde sind es primär Frequenzen, also Töne, und in der sekundären Hirnrinde dann also komplexere Inhalte wie Worte, Klänge und so weiter. Also die Verarbeitung von Hörinformationen ist komplex und sie erfolgt in beiden Hirnhälften. Wenn wir uns nochmal mit dem primären mit der primären Hörrinde befassen, die liegt ungefähr an dieser Stelle und sie ist so organisiert, dass einzelne Töne wahrgenommen werden und zwar so, dass die tieferen Töne weiter vorne wahrgenommen werden und die hinteren und die tieferen die tieferen weiter vorne und die höheren weiter hinten. Das heißt also, wenn ich jetzt nochmal auf die Aria gehe, die ersten beiden Töne, das hohe G und das tiefe G, das hohe G hat ungefähr eine Frequenz von 784 Hertz. Und Sie sehen, dass es halt, dass es weiter oben wahrgenommen wird und der tiefere Ton liegt bei 196 Hertz weiter vorne. Das heißt, wir können genau die Nervenzellen identifizieren, an denen wir eigentlich diese Töne, an denen diese Töne also vom Gehirn, von der Hörrinde also verarbeitet werden. Das ist aber nicht alles natürlich, denn was eigentlich bei Musik passiert und wann wir eigentlich Musik hören, das ist von der Hirnforschung nicht verstanden. Wir wissen aber, und dass die Hörrinde, bei der wir also Frequenzen und Töne hören, dass diese Hörrinde verbunden ist mit einer Reihe von anderen interessanten Regionen. Und eine erste Gruppe von Regionen sind die, die mit Sprache zu tun haben. Das ist einmal die sekundäre Hirnrinde. Und hier sind nochmal charakterisiert die Regionen, die mit Sprache zu tun haben. Das ist einmal das sogenannte Broca-Areal. Hier das Broca-Areal, das für die Bewegung der Muskeln des Kehlkopfes zuständig ist. Hier das Wernicke-Areal, Verständnis von Worten. Und hier an dieser Stelle, das dritte Areal, das ist der Gyrus angularis, der zum Beispiel beim Lesen lernen oder beim Lesen überhaupt eine große Rolle spielt. Das heißt, diese Regionen werden auch aktiviert, wenn wir Musik hören. Also Musik und Sprache hat offensichtlich viel miteinander zu tun. Und die Evolutionsbiologen glauben auch, dass eigentlich die Musik eigentlich erstmal aus der Sprache entstanden ist. Also man hat zuerst, der Mensch in der Entwicklung vom Affen hat zuerst gesprochen. Danach hat er begonnen zu singen. Und erst nach dem Singen hat er angefangen, Instrumente zu machen. Das ist also die herrschende Meinung momentan. Und dafür spricht auch, dass also die Sprachregion halt bei Musikhören immer noch aktiviert wird. Und noch eine andere Region, und das ist eigentlich genauso spannend, dass nämlich die motorischen Regionen, wenn wir Musik hören, auch angesprochen werden. Also die Bewegungsregionen. Und wie eng die Verbindung zwischen Musik und Bewegung ist, sieht man auch daran, dass es einige Völker gibt, bei denen es für Musik und Tanz nur ein einziges Wort gibt. Das heißt, die unterscheiden nicht. Und wir kennen das selber, wir bewegen uns ja manchmal bei Musik mit, manchmal wippen wir nur, wir sind nicht immer in der Disco und bewegen uns dazu, aber man wippt dann, man bewegt sich zu der Musik mit. Also auch eine enge Verbindung zum motorischen System, zum Bewegungssystem. Ja, und das dritte System, das ist natürlich eigentlich naheliegend, das ist einmal das Aufmerksamkeitssystem, was also im präfrontalen Kortex liegt, das System Konzentration, Wahrnehmung, aufmerksame Wahrnehmung beim Musikhören in der Regel involviert und schließlich das emotionale System. Und im emotionalen System, bei dem wir, ist es zum Beispiel der Gyrus cinguli oder Strukturen, wie die Amygdala, die tiefer liegen und die ebenfalls aktiviert werden, also die emotionalen Systeme, wenn wir halt Musik hören. Lassen Sie mich noch mal ganz kurz auf die Sprache zurückkommen. Wenn wir uns angucken, wie die Aktivierung von Hirnregionen bei Sprache ist, dann stellt man Unterschiede fest. Sprache ist nämlich wird zum größten Teil links verarbeitet. Das heißt, die größte Verarbeitungskapazität ist in der linken Hirnhälfte. Man spricht auch von einer sprachdominanten Hemisphäre. Das sind die wenigen Ausnahmen, wo wir höhere Hirnfunktionen stärker lokalisiert in einer Hirnfunktion haben. Musik dagegen,
Wenn ich jetzt das Musiknetzwerk angucke, ist eigentlich etwas mehr rechts als links, wenn man das so sagt. Man streitet sich darüber, ob es nun komplett beidseitig ist, ob es mehr rechts ist oder auf jeden Fall, eins ist ganz wichtig und das ist, brauche ich für meine Entschuldigung. Sie sehen, das Sprachsystem ist links lokalisiert und das Musiksystem ist anders. Das ist ein anderes System. Das heißt, wir haben eine andere Aktivierung von Hirnarealen im Schnitt. Eine andere Involvierung der Hirnhälften. Und das ist der Grund, weshalb ich mich jetzt auch so häufig verspiele. Das heißt, wenn ich rede, dann komme ich in den Redemodus ein, dann setze ich mich ans Klavier und muss spielen, ob schon mein Gehirn eigentlich noch auf Reden eingestellt ist. Dann habe ich ein bisschen gespielt, dann bin ich also im Spielen drin und dann fange ich wieder an zu reden. Und deswegen, dieses Umschalten geht auch nicht wie das Umlegen eines Schalters, sondern das dauert halt eine gewisse Zeit, bis man praktisch von einem System in das andere System wieder gewechselt hat. Und das ist der Grund, weshalb hier am Klavier dann auch manches daneben geht. Ich hatte einmal einen Vortrag von Christoph von Eschenbach gehört, der hat zu Ehren seiner Klavierlehrerin, die damals 80 Jahre alt wurde, hat er halt das Stück gespielt, mit dem er damals den Unterricht bei ihr begonnen hatte. Und er hat mir hinterher gesagt, er wird das nie wieder machen. Also reden und dann Klavier spielen, das wäre ganz furchtbar. Ja, wie nehmen wir Gehörtes wahr? Wir nehmen Gehörtes auf jeden Fall nicht wahr wie ein Aufnahmegerät, denn das Gehirn interpretiert auch hier. Das möchte ich Ihnen an einem anderen Beispiel zeigen, der Variation 17. Lassen Sie uns mal auf diese Takte hier konzentrieren. Wenn ich die jetzt langsam spiele, wie hier, dann hören Sie dieses hier. Also eine klare Zickzack-Bewegung. Sie haben einen hohen Ton, einen tiefen Ton, einen hohen Ton, einen tiefen Ton. Wenn ich jetzt schnell spiele, noch hören Sie zwei Linien. Nochmal. So, und dieses Phänomen bezeichnen wir als Auditory Streaming. Das Auditory Streaming heißt, das Gehirn, das ist ein anderes Verarbeitungsprinzip des Gehirns, um mit der großen Informationsmenge klar zu werden. Es verschmilzt nämlich nahe zusammenliegende Töne zu einem Muster, in diesem Fall zu einer Linie. Auch dieses ist der Grund liegt daran, dass wir halt viel zu viele Informationen aufnehmen. Sie erinnern sich, 100 Schreibmaschinenseiten pro Sekunde ins Gedächtnis kommen, pro Sekunde nur wenige Buchstaben und das Gehirn muss reduzieren. Und deswegen ist es für das Gehirn klug, wenn es sich nicht die Einzelheiten merkt, sondern sich das Muster merkt und Prinzipien. Und solche Prinzipien von Verschmelzung nahe zusammenliegender Formen oder nahe zusammenliegender Töne eigentlich zu einer Linie ist ein solches Prinzip. Das kann ich Ihnen vielleicht erläutern am Beispiel einer optischen Täuschung. Die optische Täuschung, ich weiß nicht, ob Sie dieses Bild kennen. Die meisten von Ihnen wahrscheinlich schon, aber wer es nicht kennt, wird in erster Linie zunächst mal schwarze Flecken sehen. Wenn ich Ihnen jetzt einen Umriss zeige, dann sehen Sie, dass es sich hierbei um zwei Pferde handelt. So, ganz ruhig. Das ist also so. Insgesamt, ich habe ja nur zwei hervorgehoben, damit es nicht zu kompliziert wird. Insgesamt sind auf diesem Bild 11 Pferde. So. Was ist der Vorteil unseres Gehirns? Nun, wenn Sie die Aufgabe hätten, sich die Information dieses Bildes zu merken, und Sie müssen sich jeden einzelnen Flecken merken, dann würde Ihre Gehirnkapazität ziemlich stark gefordert damit. Das heißt, Sie müssten damit nämlich sehr, sehr viele Detailinformationen speichern. Dadurch aber, dass unser Gehirn jetzt aus diesen Detailinformationen ein Muster macht, können Sie den Inhalt dieses Bildes in sehr viel weniger Informationen abspeichern. Nämlich zu sagen, dieses Bild stellt also 11 Pferde dar. Das ist genau dasselbe Prinzip wie beim Auditory Streaming. Das heißt, das Gehirn verschmilzt und bildet damit Muster.
Und Bach arbeitet damit. Natürlich kannte Bach überhaupt nicht auch das Prinzip des Auditory Streamings, aber er hat das in einer Variation eigentlich in einer besonderen Weise aufgegriffen. Und ist leider, ich glaube, ist die schwerste Variation des ganzen Zyklus. Sie haben zwei Linien. Sie haben einmal diese Bewegung. Also einmal runter, einmal hoch. Und Sie haben eine zweite Bewegung, die kommt von unten. Und geht wieder runter. So, und wenn ich es jetzt langsam spiele, springt er wieder das Gehör von... Springt also von Ton zu Ton, und wenn ich es schnell spiele, hören Sie eigentlich zwei Bewegungen, zwei Linien. Und so weiter. Das Besondere hierbei ist noch, da müssen Sie nochmal drauf hören an einer Stelle, es wiederholen sich nämlich zwei Töne. Das heißt, ich komme in dieser Bewegung und dann kommt zweimal das D. Und wenn ich es jetzt nochmal spiele, werden Sie merken, das ist beim Hören eine Stelle, die irritiert. Und die irritiert den Hörer aus dem Grunde, weil er macht das Auditory, oder das Gehirn macht das Auditory Streaming, legt diese beiden Linien an und die beiden Linien treffen sich auf einmal und das Gehirn weiß nicht, wie es weitergeht, weil es halt es in Linien interpretiert hat und nicht weiß, wie es nun weitergeht. Hören Sie nochmal diese Stellen, das sind diese beiden Stellen. Und so weiter. Ja? Diese Irritation. Bach greift das wunderbar auf und kreuzt deshalb die Linien und erzeugt dadurch einen gewissen Verwirrungseffekt. So, meine Damen und Herren, lassen Sie uns zur 21. Variation kommen. Okay, ist Ihnen etwas aufgefallen? Ich spiele es nochmal, etwas verändert. Und noch etwas verändert. Was hat am besten geklungen? Das Erste, nicht? Sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, ich muss das jetzt ein paar Mal üben, deswegen für mich sind jetzt die zweite und dritte Version, klingt auch schon irgendwie vertrauter für mich. Das Erste war G-Dur. Dort haben wir die Halbtonschritte bei der Tonleiter zwischen der dritten und vierten Stufe und der siebten und achten Stufe. Was ich dann als nächstes gespielt habe, war G-Dorisch. Das heißt, da haben wir die Halbtonschritte zwischen der zweiten und dritten und der sechsten und siebten Stufe. Und das dritte war G-Myxolydisch, also Tonarten, die heute nicht mehr gebräuchlich sind. So in beiden Fällen oder in allen drei Fällen handelt es sich aber um Tonleitern, bei denen wir zwei Halbtonschritte haben, die nur an verschiedenen Stellen liegen. Das eine kommt uns vertraut vor, G-Dur, das andere kommt uns fremd vor, G-Dorisch und G-Myxolydisch. Und es ist reine Gewohnheit. Es ist ein reines Gewohnheitsphänomen, was wir als schön empfinden und was wir als nicht sehr schön empfinden, weil Sie fanden ja das Erste ganz in Ordnung, nicht? Aber so hat das Bach nicht komponiert. Bach hat es nicht in G-Moll geschrieben. Thank you.
G-Moll. G-Moll auch nur zwei Halbtonschritte, aber wieder an anderer Stelle. Nicht? Zweite und dritte und fünfte und sechste Stufe. Es hat übrigens, Bach hat übrigens in dem ganzen Zyklus nur drei Stücke in G-Moll geschrieben. Von den 30 sind eigentlich nur drei in G-Moll. Auch das vielleicht wieder ein Hinweis auf die mathematischen Prinzipien, die Bach als Manifestation des Göttlichen hier in diesem Stück angewandt hat oder in dem Variationenwerk angewandt hat. Was wir also als schön empfinden und was wir nicht schön empfinden von den Tonarten, scheint also reine Gewöhnung zu sein. Inder zum Beispiel finden übrigens G-Dorisch angenehm. Es gibt also eine Reihe von kulturellen Unterschieden. Da gibt es auch einige Untersuchungen zu. So, aber bevor ich darauf eingehe, wollte ich Ihnen noch sagen, Dur und Moll ist auch an verschiedenen Stellen lokalisiert, wenn man das also praktisch untersucht. Es gibt verschiedene Stellen, aber das ist eigentlich trivial, denn wenn wir etwas verschieden empfinden, etwas verschieden wahrnehmen, dann muss es auch eine unterschiedliche Manifestation halt im Gehirn haben. Es gibt ein paar Untersuchungen, die kulturelle Unterschiede in der Musik herauszufinden versuchen. Eine der spannendsten ist die, dass man Musik von Pygmäen und westliche Musik genommen hat und hat jeweils Kanadiern und in diesem Fall dann Pygmäen halt wechselseitig vorgespielt und hat sie gefragt, eigentlich unter anderem nach zwei Punkten und einer Punkte, was sie als schön empfinden und was für sie erregend ist, also das, was Musik ist, was für sie, was sie anspricht, was Emotionen erzeugt. Und wenn man jetzt als erstes die Pygmäenmusik nimmt und sowohl den Kanadiern als auch den Pygmäen vorspielt, dann sagen beide eigentlich, dass das schöne Musik ist. Und das unterscheidet sich auch nicht wesentlich. Aber nur für die Pygmäen ist das Musik, die sie mit Emotionen verbinden, die für sie emotional ist und Emotionen auslösen, während das für die Kanadier ziemlich neutral ist. Das umgekehrte Phänomen sieht man dann bei westlicher Musik. Also bei westlicher Musik ist es auch so, beide, auch die Pygmäen empfinden die westliche Musik als schön. Also westliche Musik heißt die Musik unseres Kulturkreises vom Barock bis halt zum modernen Pop. Hinsichtlich der Gefühle ist es so auch, die Musik löst nicht so viele Emotionen aus wie also auch die westliche Musik bei den Kanadiern löst nicht so viele Emotionen aus, wie das bei den Pygmäen der Fall war, aber auch hier noch ein deutlicher Unterschied. Und für die Pygmäen ist die westliche Musik ziemlich emotionslos. Und eine andere Untersuchung bestand darin, dass man, dann hat man noch die einfachen Prinzipien untersucht, wie zum Beispiel Rhythmusgefühl. Und das ist eigentlich bei beiden, das überschneidet sich. Einfache Musik, die also nicht einem Kulturkreis zugeordnet ist, wie ein einfacher Rhythmus zum Beispiel, da finden beide, dass das nicht schön ist und dass das eigentlich das relativ ähnliche Reaktionen, die also keine kulturellen Unterschiede. Deswegen postulieren die, dass es so etwas vielleicht wie eine gemeinsame Basis für Musik in den unterschiedlichen Kulturen gibt. Aber auch das bleibt weiter abzuarbeiten. Unterschiede bei Herzfrequenz, Hautleitfähigkeit, Atemfrequenz und fanden sich eigentlich nicht und konnten eigentlich auch bei verschiedenen Arten von Musik in den unterschiedlichen Kulturen nicht festgestellt werden. Man fand aber Abweichungen von gewohnter Musik und bei EEG-Aufzeichnungen, wenn man sogenannte Event-Related Potentials macht. Und das in dem Fall waren das also auch Amerikanern halt vorspielt. Dann sieht man, dass das bei der indischen Musik eine sogenannte P600-Welle gibt, eine Welle, die anzeigt, dass das für überraschend ist, dass das etwas Außergewöhnliches ist. Wir können also festhalten, Musikempfinden hat einheitliche Komponenten, hat aber auch starke kulturelle Unterschiede. Nun, und Sie kennen dieses vielleicht, die optische Täuschung. Es gibt auch akustische Täuschung. Eine solche akustische Täuschung möchte ich Ihnen einmal vorführen. Das können wir noch eine Stunde lang machen. Sie werden immer das Gefühl haben, dass es eine ansteigende Tonleiter ist. Das ist praktisch eine endlos ansteigende Tonleiter, ähnlich wie auf dieser Zeichnung. Man hat das Gefühl, dass es eine endlos steigende Treppe ist. Eine endlos steigende Treppe hier. Nun, wie kommt das zustande? Das Prinzip ist, das sind sogenannte Shepard-Skalen oder eine Shepard-Tonleiter, die man künstlich herstellen kann und sie entsteht dadurch, dass wir zunächst einmal aufsteigende Töne im Oktavabstand haben. Das ist das Erste. Es ist immer derselbe Ton, der aber in Oktaven eigentlich aufsteigt.
Das zweite ist, die Lautstärke des Akkordes insgesamt, denn die Töne werden zu einem Akkord verschmolzen, ist immer gleich groß. Also Sie hören immer von der Lautstärke dieselbe Lautstärke. Und das dritte sind die Einzeltöne, nehmen zur Mittellinie zu und fallen dann eigentlich, also von tiefen Lagen zur Mittellinie nimmt die Lautstärke zu und fällt nach oben hin dann wieder ab. So, und wenn Sie das machen, dann ist das, dann haben Sie das Gefühl, dass es eine steigende Musik ist, die eigentlich niemals endet. Und das kommt dadurch, dass diese Sequenz, die Sie jetzt oben sehen, also der dicke Fleck zeigt immer an, dass es jetzt die Musik da oder die Taste besonders laut niedergedrückt wird oder dass es dort besonders laut ist, dann wiederholt sich diese Sequenz eben nach 7 Buchstaben, so, nach 7 Tönen. Solche Geschichten lassen sich auf dem Klavier nicht spielen. Das hat mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, das Klavier ist nicht reingestimmt. Das heißt, es sind nicht immer doppelte Frequenzen im Oktavabstand, sondern es ist, empfinden wir nicht als schön, auch das wieder für so eine unschärfe Geschichte beim Gehirn. Das ist der eine Grund. Das andere, wenn Sie das sehen, ist, es fehlt einem mindestens eine Hand, wenn man das spielen will. Das sind ja 5 Töne und das Problem ist, man muss dann, wenn man mit dem obersten Ton praktisch den obersten Ton nach unten bringen will, dann müsste man den Finger sozusagen loslassen, der Daumen bleibt nach oben und der Finger geht nach unten. Also es geht nicht, aber man kann sich dem ein bisschen annähern. Das möchte ich Ihnen mal demonstrieren. Einfach mit 2 Händen. Keine echte Shepard-Skala, Shepard-Tone, aber man hat schon das Gefühl, dass es halt die ganze Zeit also nach oben geht. Nun, Bach hat natürlich eine Shepard-Tonleiter nie gekannt, weil es diese technischen Möglichkeiten, eine solche Tonleiter herzustellen, nicht gab. Aber das Interessante ist, er hat den Effekt in gewisser Weise in einer Variation umgesetzt. Und das ist die Variation 23. Dasselbe Prinzip, erst nach einiger Zeit, es hier darzustellen, nach einiger Zeit greift die Hand wieder über, setzt sozusagen an, nimmt das Ende auf und setzt es am Anfang wieder an. Also auch dieser Effekt, diese Variation, wenn Sie sie hören, sie hat ein bisschen einen Perpetuum mobile-artigen Charakter und das kommt eben durch das Übergreifen der Hand zustande und durch dieses Prinzip der Shepard-Skala, den Bach hier praktisch vorausgeahnt hat. So, meine Damen und Herren, jetzt komme ich zum Ende. Bach schließt sein Variationenwerk mit der Aria wieder. Es bietet sich daher auch an, dass ich meinen Vortrag auch mit der Aria wieder schließe. Vielleicht werden Sie die Aria nun anders hören. Ich denke nicht, weil Sie durch meine neurowissenschaftlichen Anmerkungen dem Geheimnis dieser wundervollen Musik näher gekommen sind. Ich habe das am Anfang angekündigt. Sondern vielleicht, weil Sie einen Eindruck bekommen haben, welche enormen Leistungen und fantastischen Leistungen das Musik beim Spielen und beim Hören dieser Musik leistet. Musikalisch hat Bach hier eine ganz großartige Idee genommen. Er hat nämlich die Aria, mit der es begonnen hat, mit der alles begonnen hat, auch wieder ans Ende gesetzt. Die Aria ist damit dasselbe und doch anders. Denn in diesem Variationenwerk hat die Aria gelebt. Die Variationen haben Charakter. Es ist Freude, Schmerz, Spott, Humor, Verzweiflung, bis hin fast zum Vulgären geht es. Und die Aria, fast wie ein Lebenssymbol, steht am Ende wieder. Sie ist anders, sie ist dasselbe und sie ist wiederum anders.